Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wichtigste Thema dieser Debatte ist selbstverständlich die Flüchtlingspolitik. Ich möchte trotzdem meinen Schwerpunkt auf den Sport legen. Denn auch der Sport kann für Flüchtlinge eine Brücke in unsere Gesellschaft bauen. Grundsätzlich, Herr Minister, hat es der Sport im BMI-Haushalt nicht immer leicht, sich zu behaupten. Das galt nie für die Höhe des Haushaltsvolumens oder für die konkrete Sportförderung. Aber politisch wurde der BMI-Haushalt immer von anderen Themen dominiert. Und auch in diesen Haushaltsberatungen ist das sehr offensichtlich. Flüchtlingspolitik ist das beherrschende Thema, und das ist auch richtig und gut so. Gleichwohl, der Sport geht auch weiter. Hamburger Zeitungen fragen im Zusammenhang der aktuellen Debatte schon, ob in diese Zeiten überhaupt eine Olympia-Bewerbung passt. Ich meine, ja, unbedingt. Der Sport leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration. Er kann ihn leisten. Nicht nur der Sport kann es leisten. Viele andere Bereiche der Gesellschaft können es auch. Und der Sport kann es schon gar nicht alleine tun. Aber er leistet einen wichtigen Beitrag. Er ermöglicht Gemeinschaftserlebnisse, er lehrt Regeln und er ist gewöhnlich sehr fair. Dem Spitzensport, den wir fördern, kommt gemeinsam mit dem Breitensport eine enorme gesellschaftliche Bedeutung zu. Und in diesem Sinne hat das Bundesministerium des Innern einen sehr guten Haushaltsentwurf vorgelegt, der auf hohem Niveau verbleibt, was angesichts der Herausforderungen unserer Zeit wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist. Ich möchte einige Punkte positiv hervorheben. So ist die Förderung von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics, wo wir hier im Parlament sehr drüber gestritten haben, fortgeschrieben worden. Sie bleibt erhalten. Es gibt Aufwuchs für wichtige Projekte, für Fairplay und im Kampf gegen Rechtsextremismus. Auch das ein sehr aktuelles Thema. Der Haushalt sorgt weiter dafür, dass Doping bekämpft werden kann mit Zuschüssen an die WADA, mit Zuschüssen an die NADA. Und dazu passt auch unser Anti-Doping-Gesetz, was wir hier im Parlament noch vor uns haben und was wir hier beschließen werden. Ich möchte zusätzlich erwähnen, sehr positiv, dass die Förderung bei IAT und FES, die beide für den Spitzensport einen sehr wichtigen Beitrag leisten, dass die auf hohem Niveau erhalten geblieben ist. Und wenn es uns gelingt, der Sportwissenschaft ein wenig Konkurrenz einzuhauchen und dort zu neuen Ergebnissen zu kommen, dann ist das auch nicht schlecht. Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und das Erste, worüber man im Haushalt stolpert, Herr Minister, das ist, dass bei der Olympia-Bewerbung für Hamburg eine Null eingestellt ist. Wir hatten im Nachtragshaushalt 10 Millionen für dieses Jahr und für die beiden folgenden Jahre beschlossen. Ich hatte erwartet, dass das im Haushalt so auch fortgeschrieben wird. Es ist nicht der Fall. Ich habe heute mit Herrn Staatssekretär Schröder schon mal darüber diskutiert. Ich habe die Gründe nicht genau verstanden. Auch aus dem Schwerpunktpapier des Einzelplans 06 geht es nicht eindeutig hervor. Aber dafür gibt es ja auch noch die Ausschussberatungen, dass wir dieses beraten können. Der Behindertensport erfährt leider eine leichte Absenkung, sehr leicht, nur 7.000 Euro. Gleichwohl, es ist ein falsches Signal, dass wir genau an dieser Stelle, die auch für unsere Gesellschaft so wichtig ist, dieses falsche Signal aussenden. Verbände mit besonderer Aufgabenstellung werden erheblich gekürzt. Aber das sind alles die Themen, die wir in den Ausschussberatungen behandeln werden. Es gibt neben dem Haushalt in der Sportpolitik noch eine wichtige Sache, die ich ganz kurz, Herr Minister, ansprechen möchte. Der deutsche Sport steht vor einer Neuausrichtung der Spitzensportförderung. Und dazu haben Sie ein Beratungsgremium zusammengerufen mit drei Mitgliedern des BMI, drei Mitgliedern des DOSB. Die SMK ist mit dabei und sieben Expertinnen und Experten runden dieses Gremium ab. Wir Abgeordneten sind nicht dabei. Wir sind aber doch der Haushaltsgesetzgeber. Und ich finde, Sie müssen schon versuchen, uns mit einzubeziehen und auch unseren Sachverstand hier mit an den Tisch zu holen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, diese Forderung noch mal zu untermauern. Ich glaube, wir Sportpolitiker und Sportpolitiker wären sehr froh, wenn wir da mit dabei wären. Ansonsten vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend.
Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan liegen mir nicht vor.